TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Weihnachten feiern. Großartig. Ihr seid am Club. Ich glaube, heute wird geil. Wolfgang, oder? Wolfgang, bestes Publikum ever, oder? Bestes Publikum ever, ja? Wusstest du gar nicht wirklich, nur weil es heißt, Cannabis wird legalisiert, seitdem seid ihr noch besser drauf. Irre. Heute wird richtig geil. Ich bin auch schon ganz aufgeregt, weil nächste Woche wird auch geil. Nächste Woche machen wir was ganz, ganz, ganz Besonderes. Aber ich darf es nicht verraten. Aber trotzdem, einschalten. Nächste Woche super geil. Eingenässt. Gut, also. Wo ich hier schon gerade so rumcringe. Geile Überleitung. Das neue Jugendwort ist raus. Wer weiß schon, wie es heißt? Was? Richtig. Ich dachte, Mesh hat irgendeiner gerufen, weil das ist eine Serie, glaube ich, aus den 70ern. Aber es ist Smash. Wolfgang, weißt du, was Smash heißt? Nein. Weißt du nicht. Was? Mach nochmal das Herz. Das ist, glaube ich, ähnlich cringe. Also, das neue Zauberwort, was wir uns merken. Smash. Genau. Und Smash, smashen, das heißt jemanden abschleppen. Ja, also nicht sofort rausrennen, Wolfgang. Ey, kann ich nicht mal smashen? Vorsicht. Vorsicht, das heißt abschleppen oder sogar Sex haben. So, und das scheint aber nicht jeder zu wissen, so wie der Moderator des Nachrichtensenders Welt, Carsten Hädler. Er hatte da ein bisschen Schwierigkeiten. Tja, Fanny, das Jugendwort des Jahres, Smash. Also, wie gesagt, ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen, zerdrücken und alles, aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders, aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammen arbeiten. Also. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn naja, Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt ja, jemanden abschleppen. Nee, also das meine ich jetzt nicht, das Abschleppen mit jemandem abhängen, sagt okay. Man doch da, oder? Nein, Carsten. Carsten, du Ferkel. Was machen die bei Welt? Ist das so ein Laden? Mann, ey, ich smashe total gerne mit dir hier im Studio. Was hat er für einen Nebenjob, wenn wir hier zusammenarbeiten? Hallo. Ja. Ist übrigens faszinierend zu sehen, wie Carsten Hädler sein Smash-Grab mit jedem Satz noch tiefer gräbt. Ne? Also ich meine im Studio, ich meine hier, ich meine aus Versehen, es tut mir leid. Ja. Vor allem, wenn man sich ihr Gesicht dabei ansieht, ich glaube, sie will alles nur nicht von ihm gesmashed werden, muss man schon sagen. Ach so als kleiner Service, wenn Carsten Hädler Sie auch schon mal smashen wollte, dann melden Sie sich bitte unter dem Hashtag NeinCarsten. Wenn wir jetzt für Sie einrichten, ist ganz, ganz wichtig. So, Highlight am Wochenende. Am Samstag lief Florian Silbereisens großes Jubiläum, seine 100. Show der Feste. Und da muss ich sagen, ein Geschenk. Für uns, für euch, für dich. Und da hat er recht, ja. Und alle waren da, also sagen wir mal so, die immer halt da waren. Und auch ein paar der Schlagerhuren, die hier tätig sind. Ja. Du nicht, Wolfgang, du nicht. Und wann warst du da? Warst du da, Wolfgang? Nein, ne? Nein, du warst nicht da. Wolfgang kann so gut lügen. Helene Fischer war auch schon wieder da. Also die ist immer Überraschungsgast, ne?
ist immer die große Überraschung. Wer ist es? Helene Fischer. Wow, damit haben wir gar nicht gerechnet. So, und diesmal, man weiß nicht warum, hat sie unter einem Wasserfall gesungen. Und da ist mir aufgefallen, die kann ja gar nicht so gut singen. Helene Fischer hat sich versungen? Nein, doch. Wobei man sagen muss, egal wie sie singt wesentlich besser, als Flori tanzen kann, muss man auch mal sagen. Es gibt aber einen neuen Stern am Schlagerhimmel und das ist leider jemand ganz anderer. Das ist Vincent Groß. Vincent, gibt's Fans hier? Vincent Groß-Fans? Ja, gut, dass ihr jetzt nicht aufzeigt. Das ist so eine Art ultimatives Zäpfchen, wirklich für jeden Gehörgang. Der passt überall rein. Und der war jetzt nicht nur beim Flori, nein, der war auch bei MDR um 11. Nur ein Tipp, lieber Vincent, das mit den Begrüßungsfloskeln, das musst du noch ein bisschen üben. Ja, die Liebe wohnt am Horizont und er wohnt jetzt bei uns, zumindest für die nächsten Minuten. Vincent Groß, freut mich, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Danke, darf ich da sein. Hi. Was? Danke, darf ich da sein. Was ist das? Eine Frage? Was will er uns sagen? Danke, darf ich da sein? Der Moderator hätte antworten müssen, danke, darf ich da sein? Bitte, für du da bist. Ich weiß nicht, haben Sie den geschüttelt? War der aufgeregt? Was war los? Danke, darf ich da sein? Nein. Ja. Hat aber einen guten Flow, ne? Danke, darf ich da sein? Er erinnert mich ein bisschen hier dran. Ich krieg dich die Däume. Bitte? So auch, jetzt aber zur Beruhigung, wenn Sie sich gerade denken, boah, ey, was machst du, Puffi, über den armen Vincent so lustig? Keine Sorge, man kann sich über Vincent ruhig lustig machen, weil bei ihm geht es zurzeit echt dermaßen ab. Es gibt nicht nur ein neues Album vom Nick Carter für Arme, nein, er geht auch noch auf große Tour. Und Sie werden es nicht glauben, was für eine großartige Tour das ist. Wann sehen wir dich auf der Bühne? Wo bist du unterwegs? Oh, ganz oft. Ich bin momentan nämlich mit meinem neuen Album auf großer Shopping-Center-Tour. Oh mein Gott! Die große Shopping-Center-Tour. Wann kriege ich die endlich? Die große Shopping-Center-Tour. Mein Gott, living the dream. Was kommt als nächstes? Ne? Die große Baumarkt-Eröffnungsoffensive. Ein Möbelhaus-Open-Air. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich jetzt schon auf seine große Danke-Darf-ich-da-bitte-nicht-sein-Tour 2023.